Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von DeFi.jetzt. Heute mit dem Thema von Bitcoin über Mimblewimble bis Monero. Zu Gast heute wieder Alex Arnacho. Hallo Alex. Hallo. Wir werden also über die genannten Themen reden. Am Ende gibt es noch einen Tutorial-Teil, der wird dann als Video hochgeladen. Den gibt es dann nicht in diesem Talk hier. Den könnt ihr euch dann auf YouTube oder auf DeFi.jetzt auf unserer Seite angucken. Mit dabei sind heute wieder der Thor und der Ralf. Knobloch, nicht Knoblauch, wie es der Thor immer sagt. Und bevor wir anfangen, lieber Thor und lieber Ralf, ich wollte mich gerne bedanken für das Lob, was ihr im Monatsrückblick letztens für mich ausgesprochen habt. Das hat mich sehr gefreut. Der Urlaub hat gut getan, also danke nochmal dafür. Und für alle unsere Leute, die uns bei Spotify zuhören, bei der Folge 20, also bei dem Talk, bei dem letzten mit dem Alex, da ist mir dank mobilem Internet ein kleiner Fehler unterlaufen. Da waren die letzten 10 Minuten weggeschnitten. Das habe ich behoben, die könnt ihr euch dort jetzt anhören gerne. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Hallo Thor, hallo Ralf, hallo Alex, hallo liebe Zuhörer, auf geht's. Ja, auch von mir hallo aus dem Urlaub, aber ich bin dabei. Eigentlich hatten wir heute vor, eine erste Frage zu stellen. Und zwar, Alex, was ist für dich gutes Geld? Ja, also gutes Geld, und da schließen wir auch an den letzten Podcast mit mir, braucht meiner Meinung nach 6 Eigenschaften oder ist in diesen 6 Eigenschaften eben zu bewerten. Je nachdem, wie gut ein bestimmtes Gut in den Kategorien abschneidet, desto besser ist es als Geld anzusehen und desto weiser ist die unternehmerische Entscheidung, meiner Meinung nach, in dieses Geld rein zu investieren und für dieses Geld zu arbeiten und seine Lebenszeit aufzugeben und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt Bitcoin als Kryptowährung anschauen und in diesen Eigenschaften bewerten, sehen wir bei vielen Aspekten, dass Bitcoin unglaublich gut ist. Ja, also Seltenheit zum Beispiel, das hört man ja ständig und das ist ja auch ein Punkt, den Bitcoiner gerne breitreten. Bitcoin ist mathematisch begrenzt und damit eigentlich das seltenste Gut, was es auf der Welt gibt. Das ist natürlich gerade in Zeiten der leichten Geldpolitik eine sehr attraktive Eigenschaft für ein Gut, wenn es selten ist, wenn man es eben nicht willkürlich inflationieren kann. Bitcoin ist auch unglaublich teilbar. Ja? Also man kann ja bis auf den Satoshi einen Bitcoin zerteilen on-chain und dann kann man ja, meine ich, auch noch in die Satoshi kleiner machen im Lightning Network. Also Teilbarkeit ist bei Bitcoin hervorragend, vor allem auch, wenn man betrachtet, eine Transaktion zu machen. Ich schicke ja nur einen Output weg und die Wallet und das Protokoll teilen diesen Output automatisch für mich genau in diese Fraction, also in diesen Bruchteil, den ich haben will. Ja, und auch wenn das 8 Nachkommastellen hat, man kann das bis auf den Satoshi genau teilen, ohne dass man jetzt einen Schmelzofen braucht oder einen Hammer und Meißel braucht. Weil wenn man jetzt Gold in dieser Teilbarkeit anschaut, dann ja, theoretisch ist Gold super teilbar, weil du kannst praktisch bis aufs Atom teilen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in der Praxis wird niemand Gold aufs Atom teilen, um damit irgendeine Transaktion zu machen. Und bei Bitcoin ist das einfach vollautomatisch baked in. Ne, wenn wir Gold als bisher das beste Geld, was die Menschheit hervorgebracht, ansehen, mit Bitcoin vergleichen, in diesen 2 Punkten schlägt Bitcoin Gold haushoch. Ja, weil auch Gold bei der Seltenheit, ja, also die Menge an Gold im Universum ist unbekannt, deswegen kann man theoretisch immer neues Gold schürfen oder heranschaffen. Und auch Transportierbarkeit, ja, Gold unglaublich schwer, hohe Dichte. Ich weiß nicht, ob ihr als Zuhörer oder Zuschauer schon mal so ein Gold-Nugget in der Hand gehalten habt. Man sieht das so und denkt, das ist ja, muss ja super leicht sein, hebt es dann hoch und ist erstaunt, wie schwer das ist. Und gerade bei großen Mengen an Gold, großes Problem. Und bei Bitcoin eigentlich Fingerschnips, ja, du drückst einen Knopf auf der Wallet und zack, sind die Bitcoin über den ganzen Globus verschickt und innerhalb von 10 Minuten bis, ja, wie lange die Confirmations halt dauern oder die Bestätigungen dauern. Aber Transportierbarkeit auch hier relativ gut. Jetzt kann man sich natürlich streiten, die Transaktionen sind vielleicht ein bisschen teuer, ja, also den Kaffee, dieses alte Argument, kann man damit vielleicht nicht so gut bezahlen, weil
der Transport in Anführungszeichen da ein bisschen Overkill ist. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich kann mit genau der gleichen Aktion die Bitcoin nach Afrika schicken, aber ich schicke das jetzt an die Person, die gegenüber von mir steht sozusagen. Da ist es vielleicht jetzt nicht so optimal. Ich überspringe jetzt mal kurz für die Leute, die zuschauen, der vierte Punkt, der hier steht, ist homogen oder fungibel. Das überspringe ich und ich gehe mal weiter zur Verifizierbarkeit. Wir vergleichen wieder Gold mit Bitcoin. Gold ist relativ gut verifizierbar, ja, weil es eben diese hohe Dichte hat und man merkt schon, ob das jetzt tatsächlich zumindest einen Anteil an Gold hat oder ob das komplett was anderes ist. Aber man kann jetzt eben nicht mit dem bloßen Auge erkennen, das ist von der und der Güte. Und wohingegen bei Bitcoin, Verifizierung macht die Wallet oder die Full Node, ja, das ist auch, wird von Software gelöst und man hat da als Verbraucher oder als Nutzer, muss man sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Die Wallet sagt, Bitcoin sind da oder Bitcoin sind nicht da. Und wenn du mir Bitcoin Cash geschickt hast, dann sagt meine Wallet, die Bitcoin sind nicht da, weil es halt keine Bitcoin BTC sind, ja. Das muss man nicht selber verifizieren. Also auch hier Bitcoin wieder hervorragend. Und auch Haltbarkeit, gut, bei Gold rostet nicht, Gold ist sehr haltbar, deswegen hat es sich eben auch über die Jahrtausende als bestes Geld hervorgetan. Aber auch Bitcoin, dadurch, dass es keine physische Form hat, ist theoretisch auch wieder unendlich haltbar. Ja, weil Bitcoin, wenn wir uns mal vorstellen, was Bitcoin eigentlich sind, das ist ja, ich habe einen Private Key, der ultimativ eine Zahl ist und den weiß ich halt. Und solange ich den weiß, kann ich damit eine Signatur erstellen, mit der ich auf dem Ledger eine Transaktion machen kann. Ja. Deswegen ist die Haltbarkeit bei Bitcoin so, ja, es kommt halt darauf an, wie gut du deine eigenen Keys verwalten kannst. Ja. Wenn du die natürlich verlierst, dann ist es, ja, ist immer noch haltbar, aber halt nicht für dich. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Also, und ich finde das interessant, ich betone das, ich habe jetzt gestern war das, habe ich ein Video geschaut mit Jordan Peterson und der Gigi und noch so ein paar andere Bitcoiner, die eben mit Jordan Peterson über Bitcoin geredet haben. Und ich war vollkommen verblüfft, weil der eine meinte dann eben, ja, ein gutes Geld braucht 5 Eigenschaften. Und ja, einfach so conveniently hat er Fungibilität komplett unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen mache ich jetzt hier den überanstrengten Effort, das nochmal extra zu betonen. Jetzt kommen wir zum vielleicht wichtigsten Punkt, wenn es um Kryptowährungen geht, die Fungibilität. Das ist so ein bisschen die Kryptofrage, die Gretchenfrage bei Bitcoin. Bitcoin, wie hast du es denn mit der Fungibilität? Weil auch wenn Satoshi Nakamoto im White Paper eine Sektion über Privatsphäre geschrieben hat, wissen wir heute, dass Bitcoin keine Privatsphäre out of the box bietet. Ja, also du hast eine Adresse, die du dir natürlich random erstellst, aber das ist dein Pseudonym. Ja, und wenn du nur diese eine Adresse benutzt, um alle deine Bitcoin-Transaktionen zu tätigen, dann wissen alle im Netzwerk, dass das immer du bist. Das ist immer die gleiche Adresse und deswegen schließt man, das ist die gleiche Entität oder Person. Das kann eben im Kontext unserer heutigen Welt zum Problem werden, dass dass Bitcoin transparent ist, dass man genau sieht, wer wem wie viel Geld geschickt hat und dass das für immer festgehalten ist. Zum Beispiel die USA. Und die sagen, ja, bestimmte Bitcoin sind schlecht. Ja, die sind geblacklistet, weil sie für Terrorfinanzierung benutzt wurden oder für Kinderpornografie oder zum Waffenkaufen oder zum Drogenhandel. Da gibt es ja dann die übliche Palette an Argumenten, die vorgeschoben werden. Und deswegen sind das schlechte Bitcoin. Und wenn man versucht, solche Bitcoin zum Beispiel bei Coinbase einzubezahlen, dann wird der Account eingefroren und Coinbase schreibt eine Mail und sagt, ja, erklären Sie doch mal, woher diese Bitcoin oder Ether oder Litecoin oder was auch immer es ist, gekommen sind. Natürlich Litecoin und Ether, die sind nicht so benutzt wie Bitcoin, da gibt es natürlich nicht so große Blacklisten, aber die gibt es natürlich auch, ja, weil da gibt es Hacks und wenn dann zum Beispiel bei Ethereum was gehackt wurde und dann werden die Outputs gefleckt. Ja? Also gefleckt heißt, da wird sozusagen ein Fähnchen dran gesteckt für die Leute, die noch auf Windows 98 Minesweeper gespielt haben. Ja, man macht da ein Fähnchen drauf und man weiß, da ist sozusagen was dran. Ja? Das kommt eben inhärent aus Bitcoin heraus.
dieses Problem mit der Fungibilität, weil eben das Protokoll, das so aufgebaut ist, dass wir genau sehen, A schickt an B 10 Bitcoin beispielsweise. Und das ist festgehalten. Und jetzt ist es praktisch nur die Frage, wenn wir rausfinden, wer sich hinter A versteckt, ja, was praktisch diese Variable tatsächlich ist, welche Person diese Transaktion getätigt hat, dann können wir da auch rückverfolgen und so weiter, können schauen, wo hat der denn noch Geld herbekommen und so weiter. Für mich ist natürlich, also erstmal die Folie hat man bei deinem letzten Vortrag nicht mit bei, weil wir da über die anderen Sachen ziemlich lange gesprochen hatten. Die hatte ich transferiert in den von heute. Ich habe dazu aber ein paar Anmerkungen. Ich hatte dir beim letzten Mal ja auch eine Frage gestellt, was gutes Geld ist und was schlechtes Geld ist. Und was für mich bemerkenswert war, dass du lieber gutes Geld ausgibst als schlechtes Geld. Und gutes Geld für mich hat noch ein paar andere Eigenschaften, zum Beispiel Sicherheit, aber auch vor allem Privatsphäre. Und das war dir ja beim letzten Mal auch wichtig. Du wolltest ja das Geld ausgeben, was Privatsphäre, ein hohes Maß an Privatsphäre hat. Und diesen Punkt zum Beispiel, den vermisse ich heute hier in deiner Aufstellung. Nein, tust du nicht, weil Privatsphäre folgt aus Fungibilität. Wenn du ein fungibles Gut hast, dann ist es automatisch privat oder anonym oder welches Wort man dafür halt benutzen möchte. Und zu Sicherheit, ich finde, das ist ein vager Begriff. Was meinst du mit Sicherheit genau? Ja gut, ein Teil hast du bei der Haltbarkeit drin, aber Sicherheit, es gibt ja mehrere Sicherheiten beim Geld. Sicherheit bei Bezahlung, Sicherheit beim Besitz, dass es halt nicht den Wert verliert, zum Beispiel einfach durch, indem es für ungültig erklärt wird. Sicherheit beim Transport, dass da nichts irgendwie verloren geht unterwegs, bei der Übertragung an andere und so weiter. Es ist ein bisschen auch in den anderen Punkten verwurstelt. Also Verifizierbarkeit heißt ja auch, ich kann prüfen, dass das, was ich bekomme, wirklich das ist, was es vorgibt zu sein. Sprich, dass es wirklich ein Geld ist, was ich so akzeptiere oder akzeptieren will. Ja. Gut, aber vielleicht machen wir trotzdem mal mit der Fungibilität weiter. Also da waren schon noch ein paar Fragen, glaube ich auch. Wir schmeißen mit dem Begriff immer um uns. Und was auf Deutsch ist nochmal ganz einfach ausgedrückt für unsere Zuschauer und Hörer gemeint, wenn wir sagen, Fungibilität ist gegeben? Da kommen wir jetzt ja schon so ein bisschen an die technischen Details, weil ultimativ ist es eine technische Frage, warum Bitcoin nicht fungibel ist. Ich habe das ja gerade auch gesagt, es liegt am Protokoll. Und für die Leute, die jetzt hier die Folie sehen, es geht um die UTXOs. Ja, ein UTXO ist, vielleicht für die Leute, die die letzte Folge noch im Kopf haben, ich bin ein Freund von kurzen, knappen Definitionen, ein UTXO ist ein Unspent Transaction Output. Also zu Deutsch ein nicht ausgegebener Transaktionsergebnis. Das heißt, um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wie Bitcoin aufgebaut ist. Bitcoin hat das sogenannte UTXO-Modell. Also alle Bitcoin, die du in deiner Wallet hast, alle Satoshi, sind ultimativ ein UTXO. Das heißt, jemand anderes hat dir diese Bitcoin geschickt, und du hast sie noch nicht ausgegeben. Wenn du diese Bitcoin ausgibst, dann werden die so zu einem TXO, ja, zu einem Transaction Output. Und diese Transaction Outputs kann man sich auch in dem Block Explorer anschauen. Das ist das, was in den Blöcken praktisch verarbeitet wird. Und wenn du dein UTXO zu einem TXO praktisch machst, das hältst du in dem Block fest und das verifizieren die Miner, dass deine Signatur stimmt und so weiter. Das heißt, das ist das Skelett von Bitcoin eigentlich, wie das Geldledger funktioniert, also diese Buchhaltung. Ja, wir haben keine Accounts, wie das zum Beispiel bei Ethereum der Fall ist, sondern wir haben eben diese UTXO. Und ein UTXO oder ein Transaction Output, ein Transaktionsergebnis, ist immer an eine Adresse gebunden, die praktisch als nächster diesen Transaktionsoutput ausgeben darf. Und das ist eben das, was man mit diesen Public Keys macht, ja. Ich sage praktisch, wenn ich jetzt Alice bin, dann sage ich, ich schicke an den Private Key von, an den Public Key von Bob, also an die Bitcoin-Adresse von Bob, meinen UTXO und mache ihn, und gebe ihn damit aus. Das heißt, er wird zu einem TXO. Und Bob bekommt dann durch diese Aktion
den neu geschaffenen UTXO, ja, und kann ihn dann eben ausgeben mit seiner, mit seinem Private Key und seiner Signatur. So, das heißt, die UTXOs sind eigentlich Gutscheine. Das ist, denke ich mal, eine einfache Erklärung für Zuhörer. Du hast einen Gutschein und wenn du den ausgibst, kannst du zwei neue Gutscheine schreiben. Einen mit einem Teilbetrag von dem, den du dem anderen übergeben willst, und den anderen Teil mit dem, was du wieder zurückbekommen willst. Genau. Da ist jetzt eben also die Adresse mit drin, die empfängt, die Adresse, die sendet, und natürlich der Betrag, der ausgetauscht wird. Ja, das sind die wichtigen, das ist die richtige juicy Information eigentlich, also die saftigen Daten, weil hier wird ja Wert übertragen. Ja, das heißt, die haben sich ja nicht aus Jux und Tollerei wahrscheinlich da Transaktionen geschickt, sondern die werden irgendwas ausgetauscht haben. Sehr interessant für Staaten natürlich, die die Steuerhinterziehung vermeiden wollen oder eben Terrorfinanzierung und diese ganze Liste, die ich vorher schon mal aufgezählt habe. Man kann sich diese UTXO anschauen und ich würde auch jedem empfehlen, dass man das mal macht. Da gibt es zum Beispiel den Block Explorer von Blockstream. Den benutze ich eigentlich ganz gerne. Den findet man unter blockstream.info, Blockstream, also Block wie der Blockstream, wie streamen.info, und da könnt ihr einfach mal rumklicken und versucht zu verstehen, was da genau jetzt aufgeschrieben ist. Aber im Prinzip ist es genau das. Wir sehen, A schickt an B X, ja, und A kann halt nicht nur an B, sondern er kann gleichzeitig auch an C, D, E und die ganze Palette runterschicken. Also man sendet eine Transaktion und was kann man dann als Sender sozusagen machen? Der Sender sendet die Transaktion. Die Frage ist, was kann ein Dritter machen? Ja, das ist die große Frage, wenn es um Fungibilität geht, weil der Dritte kann eben auch ein Staat sein, eine Regierung sein. Wenn die dann eben hier Informationen über das Geld rausfinden können, dann können die die Fungibilität des Geldes de facto brechen, indem sie eben bestimmte Transaktionen oder Outputs einfach unter Strafe stellen. Das ist das große Problem. Deswegen, das ist bei Bitcoin eben so. Jetzt kann man da ein bisschen das verbessern, indem man zum Beispiel Wallets benutzt, die Privatsphäre-Feature anbieten, wie zum Beispiel Coinjoins. Aber das große Problem bleibt trotzdem, dass jeder sieht halt auf der Blockchain, dass da irgendein Coinjoin stattgefunden hat oder ein ähnliches Verfahren. Und dann kann man eben einfach pauschal sagen, das ist illegal, und dann hat man genau das gleiche Problem. So, und es gibt aber noch mehr Probleme. Alex, wie sieht es denn mit den Adressen aus? Wer sendet, wer empfängt und so weiter? Transaktionsbeträge. Das sind ja noch eine ganze Reihe von Aktionen, die man da den Transaktionen aus der Bitcoin-Blockchain entnehmen kann. Ja, genau. Also wer schon mal eine Bitcoin-Transaktion gemacht hat, ihr braucht dafür ja eine Empfangsadresse. Und diese Empfangsadresse, die ihr in eure Wallet eingebt, die steht später auch so in der Blockchain drin. Ja, und das ist natürlich, jeder, der die Adresse kennt, kann dann schauen, okay, für wie viele Transaktionen wurde die denn benutzt? Und der sieht dann auch, wie viel Geld liegt da drauf? Wurde das mal abgehoben? Ist diese Adresse aktiv oder wird da nur immer was eingezahlt, aber nie was abgehoben? Und kann dann eben das sehen. Ja, das ist bei Bitcoin alles transparent möglich. Und der Betrag steht auch drin, ja, und dann kann man eben bei blockstream.info, wenn man sich eine bestimmte Adresse anschaut, sieht man eben, wie viele Transaktionen da reingekommen sind, wann die reingekommen sind, wie hoch die Beträge sind, die eingezahlt wurden. Die kompletten Finanzen sind offen in Bitcoin. Und wie gesagt, man kann jetzt da ein bisschen, oder wenn man sich auskennt, kann man einiges machen, um seine Privatsphäre zu erhöhen, aber es kostet halt alles Lebenszeit, sich erstmal das Know-how anzueignen, und dann ist es auch noch nicht so einfach. Ja, kostet nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen. Das ist richtig. Wir haben beim Blockchain-Institut wir machen ja auch Blockchain-Analyse, und da schaffen wir es zum Beispiel, dass wir bei Wasabi-Transaktionen, also Wasabi ist eine Wallet, die Coinjoins anbietet und ein hohes Maß an Privatsphäre auch erlaubt. Aber dadurch, dass die Leute gejointe Münzen und welche, die, sagen wir mal, bekannt sind, gemeinsam nutzen, ist halt die Privatsphäre für diese Münzen dann wieder auf Null. Wir haben ja auch hier nochmal als Punkt Blockchain-Analyse in Kombination mit Nutzeridentifikationsdaten
Sag mal ein bisschen was dazu aus deiner Sicht, Alex. Wir haben ja in Europa und in den USA regulatorische Auflagen, eben die sogenannten KYC-Anforderungen, die Finanzdienstleister machen müssen, dass sie eben ihren Kunden kennen. Das besagt ja KYC, dafür steht die Abkürzung, Know Your Customer. Das ist eben genau die Verbindung, die man als Nationalstaat, Regierung, Blockchain-Analysefirma braucht, um praktisch das volle Bild zu malen. Ja, weil die Blockchain alleine gibt noch kein volles Bild. Aber wenn man dann Identitäten dahinter hat und bestimmte Transaktionen auch gruppieren und clustern kann und so weiter, dann ja, kann man eben viel mehr Informationen generell über die Situation sammeln. Und das ist dann eben halt besonders interessant, wenn es um bestimmte Parteien oder, wie sagt man, Bevölkerungsgruppen gibt, die von Regierungen nicht so toleriert werden. Zusatzfrage ein, denkst du, dass dass Bitcoin eine der Blockchains ist, wo das am besten geht? Oder gibt es da welche, die noch bessere Überwachung zulassen? Also Bitcoin, so wie es im White Paper steht, also da wird ja nichts unternommen, um Privatsphäre zu schaffen. Es geht ja auch im White Paper eigentlich nicht um die Privatsphäre. Es geht um den Nakamoto-Konsens, ja. Und das ist natürlich die bahnbrechende Erfindung in dem White Paper. Aber die Privatsphäre, und das hat man ja eigentlich erst, ja, was weiß ich, 2011, 2012, 2013 gemerkt, als das dann losging mit Silk Road und als die Bitcoin-Leute tatsächlich aktiv verfolgt wurden und eben diese Analyse zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist, dass wenn eben ja da ein Player ist, der viel Informationen sammeln kann, dass der da schon ein sehr umfassendes Bild von der Lage bekommt und dann eben auch da zusätzliche Informationen rausziehen kann. Und ähnlich war es ja bei Silk Road und Ross Ulbricht auch, dass ihm das zum Verhängnis geworden ist mit Bitcoin. Und wobei man aber anmerken muss, dass die nicht aufgrund der Analysedaten quasi dingfest gemacht wurden, sondern aufgrund anderer Sachen. Und ja, aber ich glaube, er hat auch Bitcoin-Adressen gereused, um nach Spenden zu fragen und hat damit Identitäten auf Bitcoin-Talk gelinkt und so weiter. Also was und dann heißt E-Mail-Adressen. Ja. Also reuse heißt übersetzt wieder, dass du was wieder benutzt. Und das ist eben bei Bitcoin, kann ich sagen, ich mache mir einmal eine Wallet, hole mir einmal eine Adresse und das ist dann wie meine E-Mail-Adresse und die gebe ich jedem und ich benutze nur die und das ist meine einzige Bitcoin-Adresse, ja. Das Problem ist halt genau das, was ich gesagt habe. Jeder, der diese Adresse kennt, kann in den Block Explorer reingehen, diese Adresse eingeben und anschauen, was du denn dann so alles machst. Ja, und wenn das wirklich wenn das dein einziges Konto ist, dann sieht diese Person dein Konto. Wem und nicht nur dein Konto, sondern auch die Konten von den Leuten, mit denen du Geschäfte machst, ja. Du hast jetzt aber meine Frage noch nicht richtig beantwortet. Ich habe gefragt, welche Blockchain, welche Kryptowährung heute die beste Überwachung mitbietet. Du hast jetzt dich aufs White Paper zurückgezogen. Das White Paper von Bitcoin ist aber 12 Jahre alt. Ja, also ich glaube, wirklich eine Kryptowährung, ja, so wie ein Proof of Work, jetzt nicht sowas wie ein CBDC, also Central Bank Digital Currency, ist wirklich Bitcoin mitunter die einfachste, eben auch weil es so viele KYC-Daten dazu gibt, ja, eben weil Bitcoin so viel genutzt wird und so viele Leute auf Coinbase und den ganzen Exchanges registriert sind, hat man eben so viele Daten und je mehr Daten du an der echten Welt hast, desto klüger bist du praktisch auch im Cyberspace. Okay, gut, jetzt hast du die Frage beantwortet. Vielleicht noch eine ganz kurze weitere Frage, vielleicht kannst du es beantworten. Wie sieht das gegenüber Bitcoin, wie sieht das da mit Ethereum aus? Habe ich da mehr Privatsphäre als Nutzer? Ich bin nicht sonderlich tief in Ethereum drin, deswegen für die Leute... Ja, dann sag du. Also ich muss sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwelche Tumblr, also irgendwelche Smart Contracts benutzt, die einem helfen, Transaktionen zu verbergen, ist Ethereum auch sehr einfach nachzuvollziehen. Da du ja sogar die Konten hast, wie der Alex vorhin schon gesagt hat, hast du eben nicht solche unausgegebenen Transaktionen, sondern du hast Konten und dann geht halt von dem Konto, wenn da was hingeht, du siehst jede Transaktion, wer schickt an wen irgendwas. Allerdings hast du den Vorteil, dass es mittlerweile immer mehr Smart Contracts bzw. Protokolle gibt, die das eben aufhebeln möchten und die Privatsphäre auf Ethereum zurückbringen möchten. Das einer davon ist zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name natürlich gerade nicht ein. Zero Knowledge. Ja, ne, das ist was.
Das ist ja wieder was anderes. Auch das kannst du ja immer wieder nachvollziehen. So zum Beispiel Railgun. Also das ist ein Projekt, ich hoffe, die schaffen das. Die sagen zum Beispiel, die wollen jede Transaktion, die du machst, irgendwann auf Ethereum, wenn du die mit Railgun machst, kannst du zum Beispiel auch bei One-Inch-Token wechseln. Und das wird dann aber alles privat ablaufen. Ich suche noch mal ganz kurz nach der anderen Sache, aber ich kann nur sagen, auch Ethereum ist sehr leicht nachvollziehbar. Die arbeiten aber dran, dass es bald nicht mehr so ist. Das habe ich schon oft gehört. Tornado Cash, genau. Tornado Cash heißt das. Das ist im Prinzip wie so ein, das Tumblr nennt sich das, also wie so eine Waschmaschine. Das gibt es ja auch für Bitcoin eigentlich. Du schickst dann einfach eine Transaktion in einen Smart Contract rein, dann kriegst du eine Signatur, die kannst du an jemanden anders geben. Und der gibt dann in den Smart Contract diese Signatur ein und kriegt sie dann aus der großen Waschmaschine dann sozusagen gewaschen, herausgegeben. Das kostet dann natürlich wieder Transaktionsgebühren auf beiden Seiten, aber so kannst du dir ja im Prinzip Adressen neu anlegen, die wie neu entstehen und dann nicht mehr nachvollzogen werden können. Ja, aber man kann wahrscheinlich trotzdem nachvollziehen, dass ein bestimmter Account an so einem Tumblr teilgenommen hat. Oder? Auf jeden Fall, genau. Das sieht man natürlich. Man muss ja die Transaktionen an den zum Beispiel Tornado Cash Smart Contract schicken. Und da sieht man ja, man sieht also, man hat daran teilgenommen, ja. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf unseren Podcast mit dem BTC-Tester verweisen, wo wir auch auf diese Problematiken eingegangen sind. Warum bist du so ein Fan von Monero und was sind dort die dort verwendeten Ringsignaturen? Was hat es damit auf sich? Ja, also der große Unterschied von Monero zu allen anderen Kryptowährungen praktisch, ja, es gibt bestimmt irgendeine, der ich jetzt Unrecht tue, aber im Großen und Ganzen ist der große Unterschied zwischen Monero und Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash und wie sie alle heißen, dass alle Transaktionen in Monero standardmäßig komplett verschleiert sind, der Sender, Empfänger und der Betrag. Das ist kurz und knapp ist der große Unterschied und das ist der Grund, warum ich so ein großer Fan von Monero bin, weil ich eben glaube, dass das notwendig ist, um Fungibilität zu schaffen. Und wenn ich will eine Kryptowährung, ja, eine staatlich unregulierte Kryptowährung als Geld benutzen und Fungibilität ist mir wichtig und deswegen präferiere ich Monero. Um das vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, die Fungibilität kommt dadurch rein, weil eine Monero-Münze keine Historie mehr hat, wie es bei Bitcoin ist. Um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, richtig? Ja, und ich will jetzt hier ein bisschen Korinthen kacken, weil es mich immer aufregt, wenn ich Podcasts höre und die Leute da nicht so akribisch genau sind. Um genau zu sein, jeder Output, also genau wie in Bitcoin, hat jede Transaktion dieses UTXO-Modell. Und da ist auch eine Geschichte dran. Das Problem ist, dass diese Geschichte dermaßen verschleiert ist durch Kryptographie und sonstige Verschleierungsmechanismen, dass man da halt vom Hundertsten ins Tausendste kommt und jegliche Form von Analyse eigentlich keinen Sinn macht. Das ist der Ansatz von Monero. Das heißt, man hat diese Historie und die ist auch kryptografisch vollständig verifizierbar, wie bei Bitcoin auch. Aber sie ist halt verifizierbar durch kryptografische Mechanismen, ja, wie zum Beispiel ein Zero-Knowledge-Proof oder Ringsignaturen. Ja, Ralf, du hattest das gerade gefragt, mit Ringsignaturen. Das ist praktisch, wir haben einen Ring von möglichen Ausgebern, von möglichen Sendern einer Transaktion und jeder von denen ist gleich wahrscheinlich der wahre Sender, aber es ist tatsächlich nur einer. Und aktuell bei Monero sind das immer bei jeder Transaktion 11 mögliche Sender, von denen einer der wahre Sender ist. Und das ist bei jeder Transaktion so. Und das verschleiert den wahren Sender. Es ist, möchte ich auch direkt dazu sagen, aktuell das schwächste Glied in der Kette der Privatsphäre von Monero. Aber da kommen wir später dazu. Hoffnung ist in Sicht. Wie wird denn in der Transaktion selber der Betrag durch einen Zero-Knowledge-Proof dann wirklich versteckt? Also eine sehr gute Frage. Also wir haben jetzt sozusagen den Sender abgehakt. Jetzt kommen wir zum Transaktionsbetrag. Auch ein sehr wichtiges ein wichtiger Datenpunkt bei einer Transaktion, weil wenn ich weiß, ja, wurden da jetzt 10 Euro verschickt oder 10 Milliarden Euro, das macht schon einen Unterschied. Also umgerechnet in Euros, jetzt eher Bitcoin oder Monero. Und wenn man jetzt die Blockchain von Monero anschaut, und das werden wir in der
in dem Video auch noch machen. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Dann sieht man keinen Betrag. Da ist einfach ein Fragezeichen, weil der Betrag versteckt ist. Und zwar ist ein Zero-Knowledge-Proof, ganz einfach kann man das runterbrechen, ich beweise etwas, ohne zu zeigen, was ich tatsächlich beweise. Und was wir in dem Fall beweisen ist, ich habe hier einen Betrag, der null oder größer ist. Das ist alles. Ja, es ist eigentlich ein relativ einfacher mathematischer Beweis. Warum brauchen wir das? Weil wir keine negativen Beträge ausgeben dürfen. Ja, weil das wäre eben ein Inflationsbug, dass wir neues Geld schaffen. Ja, ich gebe minus 50 Monero aus und gebe dann 50 Monero, dann habe ich neues Geld geschaffen. Und das will man natürlich nicht haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir beweisen, dass der Betrag null oder größer ist. Das ist der Transaktionsbetrag. Und dann vielleicht ganz kurz zum Empfänger. Das ist jetzt sozusagen den letzten, den wir schützen müssen. Der hat die sogenannte Stealth-Adresse. Wenn ich jetzt also meine Monero-Adresse auf meiner Webseite poste, die könnt ihr euch anschauen unter alexanarcho.live, und dann diese Monero-Adresse kopiert und einfach mal versucht, bei moneroblocks.info diese Adresse einzugeben, dann findet ihr damit gar nichts, weil diese Adresse nicht auf der Blockchain steht. Stattdessen steht eine Stealth-Adresse oder eine einmalige Adresse sozusagen auf der Blockchain, die der Sender generiert hat, als er die Transaktion für mich abgeschickt hat. Diese Stealth-Adresse, also Stealth heißt ja so geschützt oder getarnt, die tarnt praktisch für jeden, der einfach so auf die Blockchain schaut, der weiß nicht, wo die tatsächlich hingehört. Aber derjenige, der wahre Empfänger ist und dem Private Key praktisch hat für den Public Key, der ultimativ benutzt wurde, um die Stealth-Adresse zu generieren, der weiß, dass diese Transaktion ist für mich. Und so schützt man also den Empfänger. Die Empfangsadressen stehen nicht auf der Blockchain. Ich würde sagen, dass die Stealth-Adresse ist eine Tarnadresse. Auch als Analogie kann man sich auch diesen Stealth-Bomber der Amis ins Gedächtnis rufen, wobei ich aber auch sagen muss, die Technik haben eigentlich wir erfunden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Dann haben wir ja noch den Punkt, den du jetzt noch nicht so angesprochen hast. Wenn ich jetzt den Sender geschützt habe, ich habe den Empfänger geschützt, ich habe jetzt natürlich auch den Transaktionsbetrag beschützt, gibt es da noch eine weitere Möglichkeit? Es passiert ja eine Kommunikation des Senders mit einem Knotenrechner des Monero-Netzwerkes. Und der Knotenrechner, der als erstes die Transaktionsinformationen bekommt, der gibt ja auch ungefähr die Region an, in der ich mich befinde. Und da gibt es ja auch Techniken bei Monero, das zu verstecken. Erklär das mal. Ja, genau. Also vielleicht noch der Unterschied. Die drei Punkte, die wir jetzt zuerst angesprochen hatten, also nochmal Sender, Betrag und Empfänger, das ist praktisch die Blockchain-Analyse. Das sind die Daten, die tatsächlich auf der Blockchain stehen. Und der nächste Punkt, das Netzwerk, ist auch ein zusätzlicher Teil von Analyse, den man machen kann. Aber da braucht man eben noch zusätzliche Ressourcen, also namentlich Nodes im Netzwerk, die horchen und versuchen durch Triangulation, festzustellen, wo eine Transaktion zum ersten Mal gesichtet wurde. Und da braucht man halt relativ viele Nodes im Netzwerk schon mal. Das heißt, das ist eine ressourcenintensive Attacke. Wohingegen die Blockchain-Analyse, die Daten sind öffentlich verfügbar, ja, und da muss ich nichts in Echtzeit mitschreiben, um was analysieren zu können, sondern die sind praktisch immer für mich abrufbar. Das ist also der Unterschied. Und jetzt eben, wie Thor richtig gesagt hat, wenn du von zu Hause aus eine Transaktion losschickst, dann geht die natürlich zuerst an den Server in Deutschland. Und wenn du jetzt auch mit einer Node verbunden bist, wirst du wahrscheinlich eher mit einer europäischen Node verbunden, also mit einer Full-Node, die praktisch die Blockchain gespeichert hat, die aber nicht dir gehört. Eine Remote-Node, sagt man sozusagen, ein Fernknotenpunkt. Und wenn du dich zu dem verbindest und deine Transaktion schickst, dann sieht er natürlich deine IP-Adresse, also beziehungsweise wenn er es loggt, aktiv, aber das kann man auf jeden Fall machen, und kann dann natürlich bestimmen, wo
du herkommst. Ja, und mit der IP-Adresse geht das auch relativ genau, außer man benutzt natürlich ein VPN, also ein Virtual Private Network, aber dann hat man genau das gleiche Problem mit dem VPN-Anbieter. Und jetzt kommt eben Dandelion Plus zum Einsatz in Monero. Das ist eigentlich ein Vorschlag, der für Bitcoin ursprünglich rausgekommen ist und auch, ich glaube, in Bitcoin teilweise verfügbar ist auf Wallet-Ebene. Also es kommt auf die Wallet an. Und in Monero gibt es eben Dandelion Plus. Und das funktioniert so, man kann sich das vorstellen wie eine Löwenzahnblume. Wenn ich eine Transaktion losschicke, dann schicke ich die an einen, der schickt es an den nächsten, der schickt es an den nächsten. Und das geht so lange für eine zufällige Anzahl von Hops, sagt man da. Also man kann sich vorstellen wie so ein Frosch, der von einem Seeblatt zum anderen hüpft. Geht das so? Das heißt, die schicken sich immer die Transaktion und dann kommt die sogenannte Fluff Phase, also wo man an der Pusteblume pustet und die zufällige Ente-Node, mathematisch ausgedrückt, broadcastet die praktisch an das ganze Netzwerk. Das ist Dandelion Plus. Und dann effektiv kann man eben nicht mehr genau feststellen, wo eine Transaktion hergekommen ist, weil man eben diese Stammphase hat, wo die von irgendwo herkommen könnte. Ich kenne noch die alte Technik, weil es ist wahrscheinlich jetzt eine neue mit dem IPFS, mit dem Interplanetary File System. Ist das jetzt eine Weiterentwicklung? Ist die schon umgesetzt oder wie ist denn das mit dem Dandelion? Also so wie ich das verstehe, hat IPFS mit Dandelion eigentlich nichts zu tun. IPFS ist ja ein Alternativprotokoll zu HTTP, also dass du nicht mehr dieses domain-basierte Server-Dings hast, sondern jeder kann halt seinen eigenen Knotenpunkt hosten, um so Peer-to-Peer, BitTorrent-mäßig praktisch Daten per Hash auszutauschen. So hatte ich das eigentlich abgespeichert. Dandelion Plus wäre dann eher so ein Alternativprotokoll zu dem normalen Gossip-Protokoll von Bitcoin. Ja? Also normalerweise in Bitcoin teilst du direkt jedem alles mit und so verbreitet sich die Information. Und bei Dandelion Plus hat man halt erst diese Stammphase, wo du es nur einem weitererzählst und das macht man eben, das wird auch wieder durch den Algorithmus praktisch festgelegt, wie viele Hops es dann tatsächlich gibt und das ist für jede Transaktion auch unterschiedlich. Dann kommt halt eben erst diese Gossip-Phase, wo jeder jedem alles erzählt. Als ich mich damit beschäftigt hatte vor 5-6 Jahren mit Monero, da bin ich halt, wie gesagt, über das IPFS gestolpert und nicht über das Dandelion, aber okay. Erzähl mal ein bisschen was zu Blockzeit, Blockbelohnung, zum Mining, zum Genesis-Block gegenüber, also von Monero gegenüber Bitcoin. Ja, das gehe ich relativ schnell durch. Die Blockzeit ist 2 Minuten anstatt 10 Minuten, wie bei Bitcoin. Die Blockbelohnung ist dynamisch, das heißt, sie verringert sich eigentlich aktuell mit jedem Block ein bisschen weiter. Man hat also nicht diese abrupten Halving-Events wie bei Bitcoin, sondern das ist eher eine gleitende Kurve. Und in weniger als einem Jahr wird die sogenannte Tail-Emission, also die Schwanzausschüttung sozusagen, stattfinden. Und die bedeutet dann, dass immer pro Block 0,6 Monero geschürft werden dürfen. Das heißt, man hat dann praktisch eine statische Menge. Das heißt, wenn man sich die Emissionskurve vorstellt, dass es erst steigt relativ stark und dann flacht es so ab und dann legt man praktisch eine Lineare an mit der Steigung von 0,6 Monero oder whatever. Und genau. Und wenn man das natürlich sich anschaut in der Inflationsrate, haben wir was Ähnliches wie bei Bitcoin, dass die halt gegen Null tendiert und sich da halt nur asymptotisch annähert und nicht das absolut erreicht wie bei Bitcoin. Aber gut. Der Proof of Work ist ähnlich wie bei Bitcoin, also man hat auch einen Proof of Work, der allerdings ASIC-resistent konzipiert ist. Das heißt, er ist explizit so designt, dass man nicht, oder dass man mit einem Computer, den du auch im Laden um die Ecke kaufen kannst, dass du damit Monero schürfen kannst. Und dass du halt nicht hier diese super optimierten Briefbeschwerer von Bitmain brauchst. Mining, habe ich ja gerade gesagt, ist der Proof of Work eben, also dass du einen Hash finden musst, der unter einem bestimmten Wert ist, ultimativ. Genesis Block wurde am 18. April 2014 geschürft. Da wurde BitMonero gelauncht und dann einige Tage später zu Monero geforkt. Das heißt, direkt nach der Geburt hat man praktisch eine Fork gehabt, wo die Community
die sogenannten Monero Stewards. Genau, die haben dann das Projekt übernommen, es waren 7 Stück und führen das seit 2014. Einige von denen sind öffentlich bekannt. Jüngst Fluffy Pony, der ja jetzt inhaftiert wurde. Und andere sind unbekannt. Also von denen kennt man nur ihre Pseudonyme und halt die PGP-Keys. Ja, weil so verifiziert man sich im Cyberspace. So beweise ich dir 100%, dass ich wirklich der bin, der ich sage, wenn ich halt eine digitale Signatur erzeuge. Genau. Und in der Geschichte von Monero gab es auch schon einige Forks. Monero Classic zum Beispiel, WowNero. WowNero ist so ein bisschen wie Dogecoin. Ja, also die sind eigentlich ein Meme-Coin, aber machen auch technologisch was, ja, und die sind dann so ein bisschen Testnet für Monero. Und Monero Classic war ein Scam, also damit sollte man sich nicht auseinandersetzen. Und auch generell dieses Prinzip von, ich hardforke und habe sozusagen einen Airdrop, funktioniert in Monero nicht wirklich, weil wenn du beide Coins ausgibst, also in der Bitcoin-Welt Bitcoin und Bitcoin Cash, dann verlierst du deine Privatsphäre. Also das sollte man nicht machen. Genau. Kann jeder zu einem Monero-Miner werden? Ja, könnt ihr. Ich habe das neulich auch gemacht. Einfach hier Computer angeschmissen. Ich empfehle XMRig als Software. Und wenn ihr euch da mal ein bisschen informiert, ich denke, Mining macht nur Sinn, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Kommandozeilen und so weiter. Und dann findet ihr auf Docker Hub auf jeden Fall Images. Oder Seth Simmons hat eine sehr gute Anleitung auch, wie ihr eine Fullnode betreiben könnt. Und wenn ihr eben eine Fullnode habt, dann könnt ihr auch minen. Ja, das ist ganz easy. Müsst ihr praktisch nur einen Befehl anschalten. Dazu an der Stelle, beim Minen muss ich da irgendwo ein Deposit hinterlegen, ähnlich wie beim Staking. Nein, das ist Proof-of-Work-Mining. Alles, was du hinterlegen musst, ist deine Energie, die du nachweislich verbrauchst, um einen Hash zu erzeugen, der unter einem bestimmten Wert ist. Der Proof of Work. Das ist alles, was du hinterlegen musst. Deinen Einsatz musst du in Hardware leisten bei Monero. Und das Problem ist halt, wenn du das mit deinem Rechner machst, das habe ich auch mal mit meinem Notebook gemacht und habe den dann einen Monat durchlaufen lassen. Und seitdem hat er halt ein bisschen thermische Problemchen. Das heißt, wenn es draußen hart sind, muss ich den irgendwie versuchen zu kühlen, weil er sonst Tschüss sagt und meint, er muss jetzt eine Pause machen. Ja. Also ihr könnt es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber wisst, wenn ihr das langfristig macht, ist natürlich Energieverbrauch hoch und der Verschleiß ist natürlich auch höher für CPU, ist ganz klar. Gut, und wirft es denn auch was ab? Ja, also natürlich, wenn du jetzt hier an Solo-Mining Monero rangehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Block findest, wahrscheinlich so einmal in 34 Jahren. Ich kenne Leute, die auf jeden Fall schon Monero-Blöcke solo gemeint haben. Also das ist dann halt Lotteriespielen. Du kannst natürlich auch in einem Pool minen, dass du praktisch dich mit anderen zusammenschließt und dann teilt man sich halt die erbeuteten Blöcke. Die Frage jetzt, braucht man besondere Hardware für Monero, kann man einfach so beantworten, ja, man braucht einen Rechner. Ja, und natürlich, je besser eure CPU ist, desto besser oder desto mehr Hashes habt ihr pro Sekunde. Und das ist natürlich die Schlüssel oder die Schraube, die man natürlich nach oben drehen will. Also wer sich ernsthaft mit Monero Mining auseinandersetzen will, ich glaube in Deutschland, man hat halt schon gebrochenes Bein durch die hohen Energiekosten. Das heißt, da profitabel zu meinen, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Und ich brauche bei Monero eine CPU und nicht einen Grafikprozessor wie bei Ethereum, richtig? Genau. Monero ist ASIC-resistant und eigentlich auch GPU-resistant. Also, genau. GPU ist Grafikprozessor. Gut, kann jeder Monero-Miner werden? Antwort ist eigentlich ja, richtig? Ja. Und zwar geht es jetzt um die aktuellen Entwicklungen in Monero. Da hast du ja schon über Dandelion++ gesprochen, also sprich die Verschleierung von den IP-Adressen. Was sind denn eigentlich Atomic Swaps, Alex? Ja, sehr gute Frage. Ein Atomic Swap hat seinen Namen daher, dass der Tausch, das ist sozusagen der Swap-Part von dem Begriff, auf atomarer Ebene stattfindet. Ja, also das bedeutet, entweder er findet statt oder er findet nicht statt. Es gibt keinen möglichen Outcome sozusagen in der Spieltheorie, wo eine Partei am Ende beide hat oder beide Outputs hat. Ja, weil wir müssen uns ja vorstellen, Szenario ist, wir haben Alice und wir haben Bob. Alice hat Bitcoin und Bob hat Monero und die beiden wollen tauschen. Aber sie vertrauen sich nicht, weil sie ja über das Internet sich nur kennen, ja, kennen nur ihre Pseudonyme und wollen das natürlich dann am besten ohne einen Dritten heranzuholen, der sozusagen als Schiedsrichter
dient. Sie wollen das praktisch auf Protokollebene lösen, ja, dass man praktisch ein Protokoll hat, da machen beide, ja, legen sozusagen ihre Hand drauf und zahlen sozusagen was ein, zahlen ihren Teil ein. Und das Protokoll ist eben so designt, dass am Ende entweder hat Bob dann die Bitcoin von Alice und Alice hat die Monero von Bob, oder wenn eben der eine versucht, den anderen zu bescheißen oder was weiß ich, überraschend verstirbt und dann den zweiten Teil vom Atomic Swap nicht machen kann, dass dann halt Alice die Möglichkeit hat, ihre Funds zurückzuholen und so weiter und so fort. Oder Bob zu bestrafen. Ja, das ist dann der schlimmste Outcome sozusagen. Und das heißt, für die Leute, die zum Beispiel A Beautiful Mind geschaut haben, der Film mit Russell Crowe über den, Spieltheoretiker Eric Nash, ja, der das Nash-Equilibrium entdeckt hat sozusagen. Das ist Spieltheorie, was wir hier haben. Das heißt, wir überlegen uns vorher, und das war eigentlich auch der große Akt, warum Atomic Swaps nicht einfach so vom Himmel gefallen sind, weil wir müssen uns vorher überlegen, wie machen wir das denn mit privaten und Public Keys und Signaturen, die wir im Voraus schon erstellen können und so weiter, dass das tatsächlich ohne dritte Partei und eben auf dieser atomaren Ebene stattfinden kann. Und das wurde jetzt vor einiger Zeit angestoßen und hat auch ein ordentliches Crowdfunding von der Monero-Community bekommen. Die haben $300,000 zu dem Zeitpunkt eingesammelt, auch relativ schnell, innerhalb von wenigen Stunden, glaube ich. Und haben dann eben diese Atomic Swaps, das Protokoll designt und implementiert. Und effektiv, was das für euch bedeutet, ist, ihr könnt, wenn ihr wollt, eine Technologie benutzen, die euch erlaubt, Bitcoin für Monero oder andersrum zu tauschen, ohne dass ihr jetzt eben Kraken oder Coinbase oder Coinbase hat kein Monero, aber ja, ohne dass ihr einer dritten Partei vertrauen müsst sozusagen. Und dezentral. Das ist revolutionär. Also sprich, das ist ja, da kommt dann die Dezentralität in den Tausch zwischen Bitcoin und Monero rein. Ja. Ganz genau. Und gut. Ich unterstreiche das nochmal, wie wichtig das ist, ja, weil wir sehen, wir haben das ja im Monatsrückblick, habt ihr das angesprochen gehabt, wir sehen Anstrengungen, Privatsphäre einzuschränken und solche Coins zu delisten, das heißt, dass sie nicht eben auf Coinbase aufzufinden sind oder dass zum Beispiel Kraken das aus dem Sortiment nehmen müsste. Kraken ist einer der wenigen Exchanges, die das anbieten. Der einzige US-Exchange, der es anbietet. Und da ist es eben super praktisch, wenn man so eine Technologie in der Hintertasche hat, wo man sagen kann, Leute, ihr könnt das delisten, so viel ihr wollt. Wenn ich tauschen will, dann kann ich tauschen, einfach weil es die Technologie mir möglich macht. Deswegen ist das so wichtig, weil es einen Weg schafft, um das Tor, was praktisch versucht wird, zu schließen. Wie tausche ich das? Habe ich da eine Webseite, auf die ich gehen muss? Oder brauche ich spezielle Wallets, um das zu machen? Die Samurai Wallet für Bitcoin, also die Android Wallet, möchte Atomic Swaps zu Monero implementieren. Und die haben sogar einen sehr interessanten Use Case dafür, also einen Anwendungsfall, weil bei den Privacy-Verfahren, die Samurai anbietet, sogenannter Toxic Change entsteht, also giftiges Wechselgeld sozusagen. Und der Ansatz ist eben, dass man dieses giftige Wechselgeld in Monero tauschen kann. Das ist ja dann natürlich interessant für die Samurai-Wallet-Nutzer, weil dieser Toxic Change, das sind so €100 oder $100. Ja, also es ist schon jetzt nichts, wo man sagt, ja, die 50 Cent wird der Kohl jetzt auch nicht fett von, sondern es ist schon einiges. Samurai wäre das eine, und ich denke jetzt in der nächsten Zeit, eben weil das noch relativ frisch ist, werden die Anbieter nach und nach kommen. Idealerweise wird das halt implementiert in Software, und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt hier auf der Folie, und zwar Haveno. Das ist auch eine super interessante aktuelle Entwicklung. Der Ansatz ist, man nimmt BISC.network, also für die Leute, die noch ganz alt sind, BitSquare, glaube ich, und forkt das so, dass Monero die Base Currency ist. Ja, in BISC funktioniert alles mit Bitcoin. Man muss Bitcoin hinterlegen, um Tausche machen zu können. Ja, und für die Leute, die BISC nicht kennen, das ist ein dezentraler Marktplatz für Kryptowährungen. Das heißt, man kann da sich eine Software runterladen, und ich kann sozusagen, wenn ich die Software ausführe,
hoste ich über das Tor-Netzwerk meinen eigenen Marktplatz und verbinde mich mit den Marktplätzen von den anderen Leuten im BISC-Netzwerk. Und dann kann ich praktisch ein Angebot posten oder die Angebote sehen, die auf den anderen Marktplätzen gepostet sind und dann eben sagen, okay, ich will jetzt hier Bitcoin für Monero zum Beispiel tauschen. Das ist ein sehr beliebter Anwendungsfall bei BISC. Das Problem ist halt, für diesen Tausch muss ich bei BISC Bitcoin hinterlegt haben und auch nicht wenig. Ja, und die Transaktionsgebühren bei Bitcoin sind relativ hoch. Und wenn man dann gerade so dezentrales Zeug machen will, muss man meistens mehrere Transaktionen machen und dann ist es teuer und langsam und alles nicht so ideal. Deswegen der Ansatz von Haveno ist, wir nehmen Monero mit der schnelleren Blockzeit und mit den niedrigeren Transaktionsgebühren und der höheren Privatsphäre, versuchen praktisch so einen dezentralen Marktplatz aufzubauen. Und die könnten vielleicht auch Atomic Swaps implementieren, dass sie dann halt sagen, okay, eine Technologie, die wir anbieten, ist, dass ihr es über einen Atomic Swap macht. Klingt interessant. Die BISC hatten wir auch, also BISC-Kryptobörse hatten wir auch mit einem BTC-Tester zusammen vorgestellt. Auch. Aber bei BISC kann ich ja auch Bitcoin gegen Fiat, also gegen Euro und andere Fiat-Gelder tauschen. Kann ich das dann bei Haveno auch? Yes, aber halt für Monero. Ja? Also mit Monero, mit SEPA kaufen und all das gute Zeug. Und dann haben wir noch Triptych, das will ja die Ringsignaturen verbessern. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, also jetzt kommen wir auch wieder, also ich finde, es ist alles spannend, was auf der Liste steht. Atomic Swaps, genial. Haveno, unglaublich. Ja, Triptych, was Triptych bedeutet ist, ich hatte das ja vorhin gesagt, die Ringsignaturen sind aktuell noch das schwächste Glied in der Kette der Privatsphäre von Monero, weil man eben 11 mögliche Sender hat. Warum sind das 11? Ja, warum sind das nicht 5 oder 50? Der Grund ist, jeder mögliche Sender hat seinen Preis. Und der Preis ist Kilobyte sozusagen. Ja, Speicherplatz, der dann halt auf der Blockchain liegt. Und jetzt könnte man auch Stand heute sagen, ah cool, ja, da machen wir einfach eine Ringsignatur mit 1000 Leuten, ja, für jede Transaktion. Aber dann explodiert halt die Größe der Blockchain, was die Dezentralität der Community schädigt, weil weniger Leute die Möglichkeiten und Ressourcen haben, eine Fullnode zu betreiben. Deswegen ist das so eine Gratwanderung. Ja, da muss man entscheiden. Natürlich, je mehr Leute in der Ringsignatur sind, desto höher ist die Privatsphäre. Aber es kostet halt auch was. Und bisher hat man eben abgewägt und gesagt, 11 Leute ist okay. Ja, wenn man da ein paar Transaktionen hintereinander macht, dann kann man auch sein Anonymitätsset vergrößern, das ist okay. Triptych ist jetzt eine Findung sozusagen in der Kryptographie, die es ermöglicht, eine viel größere Ringsignatur zu machen für den gleichen Preis. Das heißt, anstatt 11 Leuten für 2 Kilobyte, sage ich jetzt einfach mal so, die Zahl ist wahrscheinlich eine andere, es ist viel niedriger, anstatt 11 Leuten kann ich jetzt 128 Leute in der Ringsignatur machen, für den gleichen Preis. Ja, und das ist natürlich, also wenn man sich das mal vorstellt, von 11 auf 128, vielleicht, das ist eben jetzt noch nicht ganz fest, werden es auch 256, vielleicht werden es auch nur 64. Also das ist noch nicht ganz festgelegt und steht auch noch nicht fest, wann das jetzt tatsächlich implementiert wird. Es ist nur sicher, dass es implementiert wird und dass es eben diese Verbesserung mit sich bringt. Und wie gesagt, es verbessert das schlechteste Glied. Und wir wissen ja, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das heißt, diese Verbesserung macht komplett Monero nochmal einiges besser. Und gerade in Entwicklungen wie mit CipherTrace, wo die ja jetzt hier ihr neues Tool praktisch veröffentlicht haben vom Department of Homeland Security, also eine Blockchain-Analysefirma, die angeblich ein Tool hat, um Monero-Transaktionen zu tracken. Für die ist das ein Riesenstein im Getriebe. Ja? Weil wenn du Monero angreifst, dann greifst du die Ringsignaturen an. Und wenn die sich verbessern, dann hast du echt ein Problem. Ich habe da von einem Angriffsvektor gelesen, von wegen, dass man viele kleine Transaktionen losschicken kann. Das ist wahrscheinlich dann dieses, dass wenn man in die 11 reinkommt, wenn man genug Transaktionen in diese 11 Ringsignaturen reinbekommt, dann kann man ja am Ende auch denjenigen, welchen, bei dem es endet, dann besser rausfinden. Sagen, wenn man das Netzwerk damit spammt, ja. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich benenne es noch kurz. Das ist, glaube ich, die sogenannte Blackball-Attack.
Und die besteht eben darin, ich mache ganz viele Transaktionen und wenn ich jetzt, ich vereinfache es nochmal, ja, angenommen, es gibt immer nur zwei mögliche Sender. Ja, und wenn ich jetzt aber ganz viele habe, der Mechanismus funktioniert so, wenn ich oder wenn Mario jetzt eine Transaktion senden will, greift er sich einfach einen anderen Output aus der Blockchain raus und sagt, so, der könnte jetzt auch ein möglicher Sender sein. Das heißt, wo der eigentlich der Output herkommt, hat damit gar nichts zu tun. Aber wenn jetzt der Output, den er sich gegriffen hat, ein Output ist, der praktisch vom Angreifer kommt, wo der Angreifer weiß, das ist ja meiner, der ist, ich weiß, dass er nicht der wahre Sender ist, dann hat der Mario identifiziert. Und natürlich, wenn ich eine Ringsignaturengröße von 2 habe, katastrophal, ja, praktisch 50-50, da kann man ja fast noch raten. 11 ist akzeptabel, 128 wäre wünschenswert. Ja, und genau, das ist das. Gibt es denn eine Zeit oder Roadmap, wann dieses Triptych als produktiv eingeführt werden soll oder bis wann? Die Ressource, um sowas zu erfahren, ist getmonero.org. Das ist die offizielle Webseite vom Monero-Projekt. Und wenn ihr da drauf seid, der rechteste Reiter im obersten Menü ist die sind Ressourcen. Und da, wenn ihr das aufklappt, dann seht ihr die Roadmap. Da steht jetzt für 2021 nur noch die Atomic Swaps. Also was schon erreicht wurde, ist eine Onion-Adresse für getmonero.org einzurichten. Aber gut, das ist nichts Weltbewegendes. Aber die Atomic Swaps kommen eben noch. Und in der Zukunft wird Bulletproofs Plus und eben Triptych kommen. Deswegen wahrscheinlich nicht mal dieses Jahr, aber vielleicht im frühen nächsten Jahr wird das aktiviert dann. Und das wird aktiviert mit einer Hard Fork. Das heißt, es gibt ein netzwerkweites Upgrade, wo alle Teilnehmer ihre Software updaten müssen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt, keine Ahnung, inspiriert durch meinen Vortrag hier, Monero holt, es lohnt sich und ihr müsst das teilweise auch machen, dass ihr eure Wallet-Software dann aktualisiert. Ja? Wenn es eine Mobile-Wallet ist, dann einfach in den App-Store reingehen und auf Update klicken. Ich muss dazu nochmal sagen zu Monero. Monero in der Regel zweimal pro Jahr ist es erforderlich, die Software zu aktualisieren. Ja, also die Updates für die Wallets kommen natürlich viel häufiger raus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Cake Wallet benutzt, die ich immer empfehle für Android oder iOS, dann kommen natürlich da häufiger Updates raus, auch einfach nur mit Benutzeroberfläche verbessert oder was auch immer. Ursprünglich war das mal zweimal im Jahr. Aktuell ist das seltener geworden. Wir sind jetzt eigentlich eher bei so einmal im Jahr. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Projekt einfach reifer wird und auch solide mittlerweile ist. Ja, früher, also Monero 2014 war eine absolute Katastrophe und hat bei weitem nicht die Privatsphäre geboten und die Fungibilität gehabt, die es heute hat. Aber es verbessert sich eben und es wird reifer und deswegen auch seltener Hard Fork. Da fallen mir noch zwei Sachen ein. Die erste Sache ist, es gab ja mal Local Bitcoin, das heißt, wo man jemanden treffen konnte, der seine Bitcoins gegen Euro, Dollar, was auch immer verkaufte. Und das Gleiche gab es ja auch mit Local Monero. Gibt es das noch? Ja, gibt es noch. Die Domain oder die URL dafür ist Local Monero, so wie man spricht, mit einem C bei local.co. Also nicht .com, sondern einfach .co. Und da kann man sich einen Account machen. Also für die Leute, die mal Monero einfach so auf der Straße kaufen wollen, so good old fashioned style, wie bei Bitcoin früher eigentlich, ist das die beste Anlaufstelle. Vor allem, weil halt auch nicht deutsche IPs geblockt sind und Tausche für Deutsche angeboten werden, was ja bei Local Bitcoin mittlerweile nicht mehr so ist. Ja, oder wenn man mit Monero-Fans sich mal treffen will, kann man ja auch dafür benutzen, um Kontakt zu Kryptoianern oder Monero-Fans zu bekommen. So, die zweite Sache, da kannst du ja noch ein bisschen was dazu sagen. Das ist vor ein paar Jahren passiert. Du hast ja vorhin erzählt, Monero ist ASIC-resistent. Du hast es noch angesprochen, Bitmain, die hatten ja mal die tolle Idee, auch Monero-Miner quasi zu herzustellen und haben die dann auch mal eine Zeit lang erstmal laufen lassen, um zu testen, wie die funktionieren und haben natürlich eine ganze Menge Monero gemeint. Und wie war denn da die Antwort des Monero-Netzwerks? Fang mal von vorne an. Warum überhaupt dieser ganze Tamtam über ASIC Resistance? Es kommt eigentlich daher, dass im Monero White Paper, also Monero ist sehr ähnlich zu Bitcoin, aber es ist halt kein Bitcoin-Fork, sondern es hat seine komplett eigene Entstehungsgeschichte und auch sein eigenes White Paper, das Crypto Note White Paper
von Nicolas van Saberhagen, der auch unbekannt ist. Ja, also genauso wie Satoshi Nakamoto, ein Gründer, der die Idee hatte und aber da mittlerweile untergetaucht ist. Wobei Nicolas van Saberhagen hat nur das White Paper geschrieben. Egal. Und der schreibt da halt, dass man ASIC-Resistance bräuchte, um Dezentralität im Mining zu haben. Also das, was Satoshi Nakamoto eigentlich auch schon geschrieben hat, eine CPU, eine Stimme, also ein Computerkern, eine Stimme sozusagen, ist ja bei Bitcoin nicht so. Ja, also da ist ja eher, wenn du den ASIC hast, also den extra für Bitcoin geschaffenen Computer, dann ist der natürlich viel stärker als da jetzt hier so ein Ding aus dem Mediamarkt. Und deswegen, wer in der Lage ist, diese Dinger für sich zu beschaffen, also diese super Spezialcomputer, der kann dann natürlich auch den größten Anteil im Netzwerk haben. Und die Miner haben ja schon eine Macht, denn die bestimmen, welche Transaktionen reinkommen und nach welchen Regeln gespielt wird. Deswegen möchte man in Monero ASIC-resistant sein. Und ich denke, es ergibt ja auch schon Sinn, weil für mich als Privatperson Bitcoin habe ich noch nicht gemeint und würde ich auch nie ernsthaft machen. Und Monero Mining, gut, in Deutschland würde ich es auch nicht ernsthaft machen, aber das liegt zumindest viel näher. War ja dann auch interessant, wie kam das überhaupt raus? Ja, weil Bitmain stellt sich ja nicht hin und sagt, so Leute, hört mal alle zu hier mit der großen Trommel. Wir haben jetzt hier ein Monero ASIC geschaffen und den verkaufen wir jetzt direkt, sondern die haben das natürlich hinter verschlossener Tür gemacht. Und alles, was man dann als, Alex Anarcho sieht, der vielleicht hin und wieder mal in den sich die Statistiken anschaut, ist, die Hashrate geht hoch. Das halt nicht nur ein bisschen, sondern auch schon ganz ordentlich. Ja, so dass es so teilweise aussieht wie der Bitcoin-Kurs. Und dann stand natürlich oder ging das Gerücht um, vielleicht ist da ein ASIC im Spiel. Was machen wir denn dann, wenn ein ASIC da ist? Ja, brechen wir mit dem White Paper oder halten wir uns mit dem White Paper? Die Entscheidung wurde getroffen, dass man sich mit dem White Paper auf Linie hält. Vorläufige Lösung hat man sich entschieden, hey, diese super Spezialcomputer sind ja so super spezial, dass sie nur diesen einen einzigen Proof-of-Work-Algorithmus lösen können. Das heißt, wenn wir den Proof-of-Work-Algorithmus in Monero nur ein bisschen verändern, dann sind die komplett wertlos und können gar nichts mehr machen. Ja, dieses komplette Investment, was Bitmain dann zum Beispiel getätigt hätte, wäre umsonst gewesen. Und deswegen hat man genau das gemacht. Ja, man hat den Proof-of-Work-Algorithmus ein bisschen verändert und man hat genau gesehen, die Hardfork wurde aktiviert. Die wird ja immer zu einem bestimmten Block aktiviert, ab einer bestimmten Höhe sozusagen, ist direkt in den Keller gefallen. Ja, und der Chart sieht dann ganz lustig aus. Der geht erst so in die Höhe, dann ein bisschen nach oben. Also so ein Bart Simpson eigentlich. Das ging dann für ein paar Monate eigentlich Jahre so weiter. Monero hat den Proof-of-Work getweakt, also ein bisschen verändert. Und dann war für 3 Monate Ruhe und dann ging die Hashrate wieder nach oben. Und also Schluss, wieder der ASIC wurde geschaffen. Ja, weil natürlich, du musst dich hinsetzen und diesen super Spezialcomputer erstmal bauen für die neuen Spezifikationen. Und du musst da komplett von vorne anfangen. Naja, das hat man dann, 3-4 Hardforks gemacht und dann natürlich sich in der ganzen Zeit schon überlegt, Leute, so können wir nicht weitermachen. Das ist ja kein Zustand, dass wir immer eigentlich an so einem wichtigen Stellschraube in unserem Protokoll hier arbeiten, ja, also der Proof of Work, den sollte man eigentlich einmal setzen und dann basta, ja, den sollte man nicht mit jeder Hardfork verändern, weil es ist natürlich auch eine Fehlerquelle. Und wenn da ein Fehler drin ist, Katastrophe. Also hat man sich Random X ausgedacht und das ist jetzt eben der Name für den neuen Proof of Work Algorithmus, den Monero jetzt seit Ende 2019, glaube ich, aktiviert hat. Und Random X ist eben so designt worden, dass er vor allem und am besten von CPUs, also von den Computern, die man praktisch im Mediamarkt kaufen kann, geschürft werden kann. Und nicht von diesen super Spezialcomputern. Und dass es auch gar nicht möglich ist, diesen super Spezialcomputer zu machen, weil Random X sich immer so verändert, dass er nur von einer CPU geschürft werden kann. Aber das ist sehr detailliert, genau. Aber im Groben und Ganzen, das war die Geschichte von den ASIC-Kriegen in Monero. Und jetzt seit Random X ist eigentlich auch Ruhe, beziehungsweise ganz interessant, ja, wenn man sich jetzt den Chart anschaut, nachdem Random X implementiert wurde, ist die Hashrate nach oben gegangen, ziemlich drastisch sogar. Ich glaube, wir sind jetzt über 2 Gigahashes aktuell. Das liegt daran, dass Random X für CPU optimiert ist. Das heißt,
Mit der gleichen CPU kann ich jetzt auf einmal mehr Hashes erzeugen. Nee, interessant. Und ich frage mich bloß die ganze Zeit, warum Monero noch nicht Platz 2 nach Bitcoin ist. Ja, Ralf, you and me both, also du und ich auch. Ich denke, es liegt halt daran, dass es ein Projekt wie Bitcoin ist. Eine wahre, pure Kryptowährung, die praktisch so aus dem Internet rausgeploppt ist, ja, von Nicolas van Saberhagen. Dann, wer die Geschichte kennt, Thankful for Today, er schafft Bitmonero, dann kommen die Monero Stewards und forken Monero weg und dann praktisch ja seit 2014 eigentlich konsistent Hardfork und Verbesserungen und natürlich viele Memes zwischendurch. Aber es hat halt kein Marketing-Department, so wie das jetzt zum Beispiel Dash hat. Ja, Dash hat inhärent eigentlich durch das Protokoll dieses Geld, die Ressourcen für Marketing. Und deswegen findet man halt einen Dash-Kugelschreiber, aber kein Monero-Kugelschreiber. Ja, bei Monero findet man, wenn Leute so wie ich zum Beispiel sagen, hey, ich nehme jetzt mal einen Huni in die Hand und lass mal so ein paar Sticker drucken und verteile die dann. Ja, dann findet man was von Monero. Aber das kommt alles von der Community her, was natürlich viel länger dauert, um anzulaufen. Aber ich bin ein großer Freund von Open Source und ich glaube, dieser Graswurzelansatz ist genau das Richtige, was man braucht, weil das sind die bleibenden Veränderungen in der Gesellschaft. Ja, wenn sich das erstmal so etabliert hat, denke ich, dann wird das noch mitkommen mit dem Preis. Und ich finde Monero auch ganz interessant, ja, weil dadurch, dass es eben so vernachlässigt ist, gibt es einen viel ehrlicheren Blick auf den Krypto, auf die Nutzung der tatsächlichen Kryptowährung. Ja, weil Monero wird tatsächlich benutzt als Geld. Zum Beispiel in Darknet Markets, ja, also wo Leute eben Drogen und Waffen und was weiß ich was kaufen können. Aber auch in, ja, zum Beispiel bei shopinbit.de, der Store von Lawrence, bietet auch Monero an, ja, oder gewisse VPN-Anbieter kann man mit Monero bezahlen. Und deswegen finde ich halt den Monero-Preis, klar, wir würden uns alle wünschen, dass er viel höher wäre, aber auf der anderen Seite ist es mir nicht so wichtig, weil ultimativ die Technologie im Vordergrund steht und der Preis praktisch nur noch eine Reflexion langfristig ist von dem, wie gut die fundamentalen Aspekte sind. Ja, was genau ist Mimblewimble? Ich finde persönlich, diese Geschichten aus dem Darknet oder aus den Tiefen des Internets unglaublich spannend. Und Mimblewimble hat genauso eine Entstehungsgeschichte wie Bitcoin und Monero praktisch auch. Es ist praktisch daraus geboren. Eines Tages kommt ein User, ein Nutzer in den Bitcoin IRC-Channel, ja, also da, wo die Bitcoin-Developer sozusagen abhängen. Und der Nutzer heißt Tom Elvis Jedusor. Das ist der Name von Tom Riddle. Und für die Leute, die Harry Potter kennen, das ist der Name von Lord Voldemort, bevor er praktisch zu Lord Voldemort wird. Und natürlich, ja, also im Französischen, Voldemort macht ja im zweiten Teil diesen Satz mit aus seinen Buchstaben und deswegen heißt er halt anders und heißt Tom Elvis Jedusor. Und so hieß er auch. Und er hat eigentlich nur einen Link zu einer Onion-Seite gedroppt, wo eben das Mimblewimble White Paper war. Und der ist praktisch reingekommen in den Chatraum, hat den Link gepostet und ist abgetaucht und man hat ihn nie wieder gesehen. Und dann war das erstmal so ein bisschen Vergessenheit und dann kam einer von den Bitcoin-Wizards, also von den Bitcoin-Obercracks, der Andrew Polstra, da drauf, sich das mal genauer anzuschauen. Ja, und hat dann da gelesen und auf einmal festgestellt, oh mein Gott, was der da schreibt, die Mathematik, die Kryptographie, das stimmt. Ja, das ergibt Sinn, was der macht. Und ultimativ ist es ein neuer Herangehensansatz an dieses ganze Blockchain- und UTXO-Thema. Und wir nehmen wieder ein zusätzliches Werkzeug der Kryptographie zur Hand, um praktisch wie bei Brüchen zu kürzen. So kann man sich's gut versinnbildlichen. Genauso wie ich, was weiß ich, 20 Viertel kürzen kann, den Bruch, so kann man eben die UTXOs kürzen. Ja, und dann muss man wirklich nur noch die UTXOs mit sich führen, die tatsächlich auch nicht ausgegeben sind. Und das macht natürlich eine viel schlankere Blockchain am Ende. Ja, also wenn man Bitcoin, was ja über 200 Gigabyte aktuell an der Blockchain hat, auf Mimblewimble-Basis machen würde, wären das vielleicht 10 Gigabyte.
Also könnte man vielleicht sogar noch mit dem Smartphone eine Full Note betreiben. Also schon revolutionärer Ansatz auch hier. Und Mimblewimble, dadurch, dass man praktisch was kürzt, hat das auch interessante Aspekte für Privatsphäre. Ja, weil was gekürzt wird, wird weggeschmissen und das ist dann weg. Ja, deswegen, wenn man sich das später anschaut, dann sieht man es nicht mehr. Und deswegen hier, das sind auf jeden Fall die krassen Vorteile. Die Nachteile sind natürlich, es ist relativ neu, weil gerade bei so kryptografischen Sachen, wenn man da Geldprotokoll drauf aufbauen will, muss man natürlich immer vorsichtig sein. Da ist viel experimentell auch. Und natürlich, das dann jetzt bei Bitcoin zum Beispiel zu implementieren, steht eigentlich komplett außer Frage erstmal, weil da steigen ja die Bitcoin-Maximalisten aufs Dach. Aber man hat eben andere Coins, die das ausprobieren. So zum Beispiel Grin und Beam. Ja, das sind zwei Projekte, die das Mimblewimble-Protokoll, was im Mimblewimble-Whitepaper eben spezifiziert ist, implementieren. Und ich muss das noch kurz erwähnen, weil wenn man das hört, Mimblewimble und Tom Elvis Jettisor, das ist ja total komisch, aber es ist eigentlich voll witzig, weil alles, was so mit Mimblewimble zu tun hat, spielt so im Harry Potter-Universum. Ja? Und Mimblewimble, die Hardcore-Fans wissen das vielleicht, das ist der Zauberspruch, um die Zunge zu knoten, ja, dass man nichts sagen kann, dass man sozusagen schweigen muss. Und so heißt das Protokoll praktisch. Und der Hauptentwickler von Grin heißt zum Beispiel Ignotus Peverell. Und Ignotus Peverell, auch wieder für die Hardcore-Fans, ist auch ein Charakter aus dem Harry Potter-Universum, der ursprünglich den Unsichtbarkeitsmantel bekommt. Ja, und so benennen die Leute sich irgendwie in dem Projekt Harry Potter bezogen. Und ich finde es irgendwie total witzig und genial. Kurz den Unterschied zwischen Grin und Beam. Du hast jetzt in den Mund genommen beides. Also ich bin da jetzt auch nicht super tief drin. So wie ich den Unterschied verstanden habe, ganz grob, ist Beam hat eine Founders-Tax eingebaut. Das heißt, im Protokoll spezifiziert ist, dass eben ein bestimmter Anteil der Block-Rewards an das Entwicklerteam geht. Das ist die Entscheidung, die getroffen haben, um ihre Entwicklung zu finanzieren. Für mich persönlich ist es ein Dealbreaker. Ja? Also Beam, interessant. Ja, ich finde das toll, dass sie da weiter forschen und es praktisch weiterentwickeln. Aber ich würde da nie mein Geld rein investieren. Und Grin hat eben eher diesen Graswurzelansatz, dass es halt ja kein Funding in dem Sinne gibt, sondern dass es halt Leute, die freiwillig ihre Zeit da reinstecken oder freiwillig ihr Geld da reinstecken, und so finanziert sich das, so wie Bitcoin und Monero halt auch. Ich hatte jetzt noch gelesen, also es ist nicht nur bei den beiden implementiert, ich habe noch gelesen, in einem von vier, es muss ja viele Litecoin-Testnetzwerke geben, da haben sie es auch schon drin. Also, aber das ist dann, Litecoin ist ja das Testnetzwerk von Bitcoin, aber also es ist ja sozusagen, wird sozusagen aber schon vorbereitet und nachgedacht. Aber es könnte implementiert werden, aber wie du es schon sagst, es braucht erstmal noch ein bisschen, ja. Also ich glaube aber auch, selbst wenn es erfolgreich in Litecoin implementiert und getestet wird, wird es nicht ins Bitcoin-Main-Protokoll aufgenommen, sondern wird als Sidechain irgendwie implementiert. Hm. Das ist zumindest immer so der Tenor, den ich bekomme, wenn ich bis jetzt mit den Bitcoin-Maxis darüber gesprochen habe. Mario, du kannst ja mal gucken, ob du Grin oder Beam bei CoinGecko irgendwo siehst. Auf welchen Plätzen lungern die denn rum? Ja, ja. Sind die unter den Top 200? Vielleicht noch ein wichtiger Punkt hier. Warum wird es nicht in Bitcoin implementiert? Weil es wäre ja vielleicht schon eine krasse Verbesserung. Aber es bräuchte halt eine Hardfork. Ja, glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass man das sowas Tiefes softforken kann. Und es wird in Bitcoin keine Hardfork geben. Deswegen glaube ich nicht, dass es jemals implementiert werden würde. Also, wenn dann halt als Sidechain, ja. Also zu Thors Frage noch ganz kurz, Beam auf Platz 445 zurzeit und Grin auf Platz 749, ja. Ja. Genau, das sind auch, ist mir gerade eingefallen, es sind keine klassischen Kryptowährungen wie jetzt Bitcoin und Monero. Ja, also es gibt da schon Unterschiede, dass man zum Beispiel online sein muss, um Geld zu empfangen. Ja, das ist, sind teilweise Aspekte bei Grin oder generell bei Mimblewimble, die halt dazukommen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile rausgebügelt ist, dass man da auch Offline-Zahlungen empfangen kann. Ich weiß nur, dass es vor, was weiß ich, ein, zwei Jahren so war. Es wird oft gesagt, Mimblewimble ist die Privacy-Lösung. Das stimmt nicht ganz. Mimblewimble aus
aus dem Haus raus, ja, so wie es im White Paper steht, bringt keine wirkliche Privatsphäre, außer eben dieses Nachträgliche, dass man das rauskürzt. Aber der Angriffsvektor hier ist, dass man aktiv eben praktisch horcht, alles aufzeichnet und dann halt eben nicht kürzt selber. Ja, und dann hast du natürlich auch wieder alles. Beziehungsweise, ich bin da jetzt nicht so tief drin und ich glaube, es ist auch relativ technisch, deswegen denke ich, lassen wir es an der Stelle. Nee, gebe ich dir schon recht. Und bei Bitcoin musst du halt überlegen, weil Bitcoin die wertvollste Kryptowährung ist, die meisten Wert speichert. Wenn du da irgendeine gravierende Veränderung machst und das kracht, dann fährst du das komplette Geldsystem gegen die Wand. Und deswegen denke ich, wie du auch, das wird bei Bitcoin eigentlich so schnell nicht implementiert werden. Gut, ich denke, wir haben jetzt hier an der Stelle ziemlich viel schon über Monero gesprochen und philosophiert. Wir sollten dann mal übergehen auch zu dem praktischen Teil. Ja, aber als erstes machen wir noch den Ausblick, oder? Also kommen wir zum letzten Teil. Die Folie ist ja gerade noch, ist ergänzt worden im Vergleich zu sonst immer. Wer von euch beiden hat denn, Thor oder Ralf, wer von euch beiden hat denn diese Frage dazu gemacht? Könnt ihr die fragen, bitte? Also ich habe zwei Fragen dazu gemacht. Die beiden ersten, planst du nach El Salvador zu gehen oder deinen Wohnsitz aus Germany zu verlegen? Ralf, das heißt Deutschland, das musst du doch wissen. Das Letzte, was ich eigentlich von El Salvador gehört hatte, die Kriminalität da immer noch relativ hoch ist. Und generell Südamerika, ich war mal ein paar Monate in Mexiko und keine Ahnung, ich habe jetzt erstmal so mein Pegel an Südamerika und Zentralamerika erfüllt. Aber du meinst jetzt wahrscheinlich wegen Bitcoin, aber nee, plane ich nicht. Das ist für mich jetzt kein so großer Grund. Und mein Wohnsitz wirklich Plan zu verlagern, tue ich auch nicht, weil ja, ich in Deutschland arbeite und deswegen nicht umziehe aktuell. Ja, zweite Frage. Wir planen ja eventuell sowas wie Verrücktes, wie ein Vulkan-Mining zu machen. Was ist das mit Geothermie und kombiniert vielleicht auch mit anderen Energiearten in einem mittelamerikanischen oder sonst sehr vulkanaktiven Land Bitcoin oder anderes Mining zu machen, um diese günstig gewonnene Energie des Mining einzusetzen. Würdest du dich daran beteiligen? Nee, würde ich nicht, weil ich generell von solchen Investitionen Abstand nehme. Ich halte das eigentlich wie der ursprüngliche Verfasser des HODL-Posts in Bitcoin Talk. Mir ist das alles zu kompliziert. Alles, was ich weiß, ist, ich HODL und mach die Augen zu und schlaf. Gibt es in 10 Jahren noch Bitcoin und Monero, Alex? Was denkst du? Wenn es in 10 Jahren die Menschheit noch gibt und noch Computer, dann denke ich, wird es Bitcoin und Monero auf jeden Fall auch noch geben. Was wirst du in 10 Jahren dann machen noch? Bist du dann immer noch der Alex Anarcho? Das ist eine gute Frage, aber in 10 Jahren werde ich hoffentlich nicht mehr arbeiten müssen, weil Bitcoin to the Moon gegangen ist und dann kann ich, keine Ahnung, zu Hause bleiben und mich um Kinder und Hund und Sonstiges kümmern und in der Freizeit vielleicht ein bisschen an Open-Source-Projekten mitarbeiten. Das wäre so der Traum. Klingt gut. Apropos Open-Source, du hast ja noch einen Podcast unter alexanarcho.live. Da ist jetzt momentan ein bisschen ruhig. Was planst du dort wieder an neuen Projekten oder Buchleseprojekten? Ja, es ist ein bisschen ruhig, weil ich so beschäftigt bin. Ich plane allerdings das Buch Against Intellectual Property von Stefan Kinsella zu lesen, also auf Deutsch gegen intellektuelles Eigentum, weil ich denke, es ist ein sehr spannendes Thema. Also ich lese ja generell philosophische Bücher und so weiter und jetzt habe ich so mich mit dem Geldsystem auseinandergesetzt. Ich habe mich mit generell Ethik und wie lebt die freie Gesellschaft auseinandergesetzt. Und jetzt würde ich mich gerne mit intellektuellem Eigentum auseinandersetzen, weil es eben, ja, viele Leute glauben, es gibt intellektuelles Eigentum und ich sehe das ein bisschen anders. Und ich denke, die Argumente gegen intellektuelles Eigentum sind sehr stark, aber man hört die irgendwie nicht. Und deswegen möchte ich die zum Besten geben im üblichen Alex Anarcho-Style. Liest du mein Buch, Dezentrales Geld und DeFi? Ja, wenn du die Monero vereinbart auf die Adresse einzahlst.
Also der Mario und ich, wir haben mit Thor vereinbart, wir lesen das erst dann, wenn es verfilmt worden ist. Dann brauchen wir es nämlich nicht zu lesen. Ja, das ist auch gut. Aber toll, was ihr so für Vereinbarungen habt, von denen ich nichts weiß. Von der Monero-Adresse weiß ich nichts und von euch, eurer beiden Idee, weiß ich auch nichts. Ja, komm, die steht noch auf meiner Website. Dann denke ich mal, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir danken dem Alex Anaschu für seine Zeit und wir werden jetzt eine kurze Pause machen und danach das Tutorial aufnehmen und für die Zuhörer und für die Zuschauer, da bedanken wir uns erstmal für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ja, tschüss. Bis dahin. Ciao.